Hallo, meine lieben Cinema 4D-Freunde. Und willkommen zu einem weiteren Tutorial. Ich schalte mal hier das Fenster schnell um. Es dreht sich um die Frage eines YouTube-Nutzers, und zwar, wie man diese Animation macht. Hier steht er schon drin: "It'll, summer exercise in animating a sphere. The whole whip is bla 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 bla. The animation are all done without keyframe. This is all expresso with one slider set up using the Range Mapper Node." The Range Mapper Node, also der Bereichswandler. Das ist das, was hier verwendet wird. Ich werde jetzt nicht so eine Animation mit euch nachmachen, sondern ich werde einfach mal durchgehen, was das Teil macht. Und dann könnt ihr euch selbst ein Bild davon machen, was für oder was mit diesem Tool eigentlich gemeint ist. Jetzt gibt es hier also prinzipiell kann ich euch immer nur anraten, auch mal die Dokumentation zu lesen, weil die ist in diesem Fall sogar richtig hier hilfreich. Ja? Der Bereichswandler macht, hier ist es eigentlich an einem ganz guten Beispiel erklärt. Und zwar, der Bereichswandler wertet den Bereich Eingang aus. In diesem Fall soll dreht sich das um ein Flugzeugbeispiel. Das Flugzeug kann von 0 bis 10.000 Metern steigen und fallen. Und wir möchten das gerne in Form einer analogen Anzeige haben, wie wie eine Geschwindigkeitsanzeige oder eben ein Höhenmesser. Der Höhenmesser ist also eine Kreisbewegung. Und die kann sich von 0 Grad bis 180 Grad bewegen, wobei 0 Grad für 0 Meter steht und 180 Grad dann auf dem Display oder auf der Skala für 1000 oder 10.000 Fuß steht. Das Einzige, was hier bei diesem Range Mapper gemacht wird, ist, es gibt einen Eingang, den kann ich von außen einleiten und dann kann ich sagen, der kleinste Eingang ist 0, der größte Eingang ist 10.000, logisch, und der Ausgang ist 0 und 180. Jetzt kann ich bei diesem Range Mapper auch noch einstellen, Expresso, allgemein, nee, berechne. Reichswandler? Nein. Verdammt. So. Expresso, berechne, Bereichswandler. So. Ich kann aber auch sagen, was das Eingangsintervall sein soll. Man kann sagen, alles klar, das ist eine reale Zahl. Also in diesem Fall wäre das benutzerdefiniert. Und die Ausgangszahl wäre in Grad. Ja, und dann kann ich ja schon direkt 180 Grad eingeben und die Eingangszahl wäre halt einfach 0 bis 10.000. Und dann könnte ich diesen Wert direkt in den Winkel einleiten von meinem Zeiger und der würde sich entsprechend drehen zu der Bewegung. Ich baue jetzt nicht dieses Flugzeugbeispiel nach, sondern ich zeige euch mal, was ich hier so vorbereitet habe. Ich habe jetzt hier vier Flächen. Ich habe bei allen Flächen mein Koordinatensystem oder mein Ursprungskoordinatensystem an den Anfang gesetzt, damit ich eben hier einen Angelpunkt habe. Und dann habe ich hier einfach nur ein paar Slider reingepackt und habe jetzt hier 0 bis 100% und kann alle Flächen beeinflussen. Eine von den Flächen, die unterste, hat ein Offset 0. Die kann ich höher stellen. Jetzt ist die Größenordnung ein bisschen schlecht gewählt, deswegen mache ich das nochmal anders. Von 0 in Schritten von 0,01 bis 5. Ich hoffe, er hat das jetzt geschluckt. Enter drücken da drin ist immer doof. So, bis 5, 4, 0,01 und 5. 0,01 und 5. 0,01. Und 5. So, jetzt könnte ich den gleich deutlich feiner justieren. Das heißt also, jeder dieser Winkel, der wird hier einzeln gesteuert. Das Ausgangssignal, was wir da kriegen, das ist ein Multiplikator. Also die Formel dahinter ist relativ easy. Da sitzt überall dieselbe Formel hin und die heißt dieser Eingang mal den Eingang, sprich Ani mal Offset. Ja, wenn also Ani als Wert hier rauskommt, die Animation, dann wäre das in diesem Fall 0. Bei 0%. Bei 100% haben wir hier eine 1. Ja, ihr seht das da unten. Das heißt also, ich habe hier eine Form von Wert, und zwar 0 bis 100%. Und habe hier meinen zweiten Wert, das ist auch eine reale Zahl von 0 bis 5 in Kommaschritten. Und wenn dieser Wert 0 ist, dann ist auch meine Multiplikation automatisch oder das Resultat meiner Multiplikation, wenn einer dieser Werte 0 ist. Das heißt also, der Winkel hier am Ende wird 0. Der Winkel wird auch erwartet, und wir hatten das bei diesem anderen Beispiel gemacht mit der Panzerkette, dass die Bewegung nach vorne eine Strecke war in Metern und wir haben sie umgewandelt in eine ziemlich kleine Zahl.
um den Drehwinkel zu haben. Weil der Winkel wird mir hier nicht in Grad ausgegeben, wenn man dieses Objekt hier anfasst, sondern der Winkel wird in einer realen Zahl ausgegeben. Dabei sind 360 Grad ein Wert von 6,72 oder sowas, hatten wir mal festgestellt. Wie diese Werte sich zusammenrechnen, das ist was hat was mit Mathematik zu tun und Radians und Grad, also diese Umrechnung. Und das ist halt einfach ein Wert, wie Cinema 4D, diese Software, das bearbeitet. Jetzt könnte ich den gleichen Effekt halt auch mit meinem Bereichswandler regeln. Ja? Indem ich zum Beispiel sage, der größte Ausgang in diesem Beispiel, den kann ich von außen einleiten. Größter Ausgang, ja. Das wäre ja das, wo mein Winkel hier reinkommt. Das soll am Ende hier landen. Der Ausgang bleibt real, er gibt mir nur die Werte für einen Winkel, ja. Und der Eingang ist meine Animation in Prozent. Das heißt also, mein Eingangsintervall ist Prozent und geht von 0 bis 100% und macht mir daraus 0 bis 180 Grad. Wobei ich die 180 Grad, die möchte ich gerne als Offset nochmal steuern. Dafür habe ich mir diese Benutzerfelder gemacht. Jetzt würden wir mal hingehen und diese Benutzerfelder abändern für unser neues Beispiel. Also Benutzerdaten verwalten. Das sollen also kein Fließkomma-Slider mehr sein, sondern das soll ein Fließkomma-Slider sein in Grad von 0 bis 360 Grad. Das gleiche möchten wir auch hier haben. Fließkomma-Slider in 0 bis 360 Grad. Jetzt macht er mir also aus meiner Prozentzahl eine Gradzahl dieser Bereichswandler. In Grad. So. Das heißt also, für meine Ebene 1 würde ich einfach das hier auswählen plus den Offset auswählen. Ne? Diese ganzen Dinger, die löschen wir jetzt mal raus. Das lässt sich genau so steuern. Nur eben mit einer einfacheren Formel. Jetzt würde ich hier wieder den Eingang, meine Animationslänge mal mein Offset nehmen und das Ganze dann auf Ebene 1. Wenn man dieses Konzept einigermaßen verstanden hat, dann kann man sich auch vorstellen, wie er letzten Endes diese Animation gemacht hat, um eben diese Kugeln so zu animieren. Da geht die Klappe auf, dann fahren da Räder raus und so weiter und so fort. Ist eigentlich halb so dramatisch, wenn man sich das nur mal so durchliest. So, grundsätzlich hätte ich jetzt einen ähnlichen Wert. Hier sind wieder irgendwelche Gradzahlen. So. 100% sind 360 Grad bei der Ebene. Und jetzt machen wir das mal in Schritten hier. 90, 180 und 270. Ja. Und jetzt haben wir da eine perfekte Geschichte. Ne? Relativ easy, oder? Und ihr könnt an Bewegungen und Formen und Animationen letzten Endes alles machen, was ihr wollt. Ja, ihr müsst euch nur eben dann diese einzelnen Nodes mal vertraut machen. Dazu macht es schon Sinn, wenn man sich diese ganzen Espresso-Geschichten mal anschaut und einfach mal Stück für Stück austestet. Und wenn man jetzt gerade nicht darauf kommt, was das Ding eigentlich macht, ja, dann guckt man halt in die Hilfe rein. Es ist tatsächlich wirklich ziemlich einfach. Ne? Er hat es ja auch schon hier geschrieben. Der Range Mapper, und damit macht er halt diese Animation. Das heißt also, er gibt diese Prozentwert, er macht einen Range Mapper für die Klappen hier. Er macht einen Range Mapper für diese Kisten, für diese Stoßdämpfer und gibt denen aber einfach unterschiedliche Werte. Und somit hat er mit einem Slider, den er dann von 0 bis 100% zieht, und diesen Slider, den kann ich ja animieren. Ich kann jetzt hingehen, weil ich mir hier ein Benutzerfeld angelegt habe und kann sagen, wunderbar, Bild 0, 0%, Animation, Keyframe hinzufügen, Bild 100, 100%, Animation, Keyframe hinzufügen. Et voilà. Und ich habe eine Animation da draus. Und die kann ich sogar noch dynamisch verändern, meine Animation. Indem ich meine Offsets halt benutze. Es ist wirklich keine große Kunst dabei. Die Idee, die der Künstler hier hatte, sage ich jetzt mal, die ist natürlich klasse. Ja? Diese runden Kugeln. Wenn ihr an diesem Beispiel also mal rumdoktern und rumspielen möchtet, ja, das ist eine Hexaederkugel. Ich kann euch das kurz zeigen hier. Das ist
eine ganz normales Kugel, die er genommen hat. Und anstatt eben den Standardalgorithmus zu nehmen, hat er eben Hexaeder genommen. Und dann seht ihr schon, dass diese Ausformungen hier sind. Dann könnt ihr euch diese Flächen da auseinanderschneiden, einzelne Objekte draus machen mit abtrennen. Ihr könnt dann einen Käfig drumherum bauen, indem ihr diese Linie, ja, also diese Mittellinie, die das Quadrat oder diesen Käfig andeutet, diesen hier, diesen grauen Käfig andeutet, die könnt ihr extrudieren bzw. beveln und dann habt ihr da eine neue Polygonreihe, die ihr einfach abtrennen könnt und extrudieren mit Deckflächen und ein bisschen Hypernurb drauf und schon habt ihr da so einen schönen runden Käfig drauf. Also es ist, ich sag mal, grafikdesignertechnisch ist das hier völlig banal. Die Idee dahinter ist witzig. Ja, das ist das, was man dem Künstler auf jeden Fall zugestehen muss hier. Die technische Ausführung dahinter ist sehr filigrin, wie geil. Filigran. Man muss da also ein bisschen rumspielen mit der Espresso-Schaltung dahinter. Aber die Ergebnisse und die Werkzeuge, die liegen euch direkt hier vor den Augen. Ihr müsst da nur mal einen näheren Blick reinwerfen. Es ist keine Hexerei, die hier am Start ist. Wirklich nicht. Und deswegen werde ich dieses Tutorial auch so kurz halten. Ich sehe da wenig Sinn, hier ein spezielles Tutorial für zu machen. Das ist wirklich ein Punkt, na, da müsst ihr selber mal auf die Lösung kommen. Sie ist direkt hier. Ihr müsst nur mal die ganzen Tools benutzen und vielleicht auch mal ein bisschen Doku lesen. Na? Ist überhaupt kein Problem, aber ich möchte jetzt nicht sein Werk hier auseinanderpflücken und quasi diese Idee recyceln. Na? So viel Verständnis müsst ihr mir da entgegenbringen. Also, der Bereichswandler, ziemlich easy Tool. Ihr könnt das Ding auch mit einem Spline, also mit einem Pfad begrenzen, indem ihr hier eine Wellenlinie reinmacht. Das heißt also von 0 bis 100% beispielsweise würde sich der Wert unterschiedlich verhalten. Und jetzt ist einfach nur mal so ein bisschen was von eurer Kreativität gefragt, diese Sachen umzusetzen. Ich kann aber sehen, da ist relativ viel Problematik noch in dieser Espresso-Geschichte drinne. Zum Teil natürlich, weil da oftmals Mathematik mit eine Rolle spielt, die dem einen oder anderen vielleicht nicht so abgeht. Dafür habe ich vollstes Verständnis. Deswegen überlege ich mir, ob ich nicht mal ein Espresso-Grundlagen-Tutorial mache. Das wurde schon mal angefragt und das macht wohl irgendwie Sinn. Das heißt, das wird aber ein ziemlich trockenes Thema sein. Den meisten Leuten wird das nichts bringen, weil das ziemlich langweilig wird. Aber da werde ich dann einfach mal Stück für Stück alle Notes durchgehen und an kleinen Beispielen testen. Diese ganzen Werkzeuge, wenn man jetzt mal jedes einzelne Note als Werkzeug bezeichnet, also das Zusammenfügen dieser Werkzeuge, um da draußen ein Haus zu bauen, das ist allerdings eure Aufgabe. Ja? Dafür ist es halt eben ein kreatives Thema hier und ich kann euch halt nur diese Werkzeuge an die Hand geben, kann ich sagen, wie man sie verwendet. Das Einsetzen der Werkzeuge, man muss mit dem Pinsel nicht immer nur malen, man kann mit dem Pinsel auch andere Sachen machen, als Beispiel, ne, wenn ihr diese abstrakte Analogie verstehen wollt. Ne? Zum Beispiel könnte man mit dem Pinsel anstatt malen etwas wegfegen oder die Tastatur reinigen oder sonst irgendwas. Ne? Also es ist nicht immer alles, also sagen wir mal so, nicht jedes Werkzeug ist nur dafür verwendbar, was draufsteht, sondern man kann diese ganzen Sachen auch in vielerlei anderer Hinsicht benutzen. Aber mit dem möchte ich dann auch abschließen. Wie gesagt, ich mache dazu nochmal irgendwann ein Espresso-Tutorial. Das wird eine ich fange schon wieder an, Müll zu reden. Das werden mehrere Serien oder eine ganze Serie sein aus mehreren Episoden, wo dann eben Stück für Stück alle Espresso-Schaltungen oder beziehungsweise alle Notes einmal angesprochen werden, um ein bisschen Klarheit da reinzubringen. Und dann weiß ich auch nicht, was ich noch machen soll. Ne? Also, meine Lieben, vielen Dank fürs Zuschauen und Fragen, Sorgen, Nöte trotzdem immer gerne in die Comments. Ich weiß, ich habe das hier so ein bisschen stiefmütterlich abgehandelt. Müsst ihr mir halt einfach mal so, müsst ihr einfach mal so hinnehmen, ne? Aber für den Rest, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.